ist nicht direkt aus dem Handball. Wenn es um Sportler geht, ist zum Beispiel Dirk Nowitzki ein Vorbild für mich, was er da für den Sport Basketball an sich und als Deutscher da in Amerika erreicht hat, finde ich sensationell und habe das auch sehr verfolgt. Handball jetzt nicht unbedingt einen direkten Spiel, habe da immer versucht, mir von ein paar unterschiedlichen Leuten was abzuschauen. Ja. Lasse, wie sieht es bei dir aus? Eigentlich ähnlich, also kein Handballer so, aber Fußballer hatte ich Roberto Baggio, Italiener, und ich spiele auch ähnlich wie ihm im Fußball. Ich kann nur erinnern, wir waren immer nach der Schule auf Fußballplatz oder Handball oder ja, sowas, so eigentlich nur Sport. Ja, Sportarten waren ähnlich wie bei Lasse. Ich habe, glaube ich, auch alles ausprobiert früher. Und sonst war immer, wenn irgendwie ein Ball dabei war oder irgendwas auf der Straße, ich bin in so einer kleinen Spielstraße aufgewachsen. Da war einfach von der Schule heimkommen, raus auf die Straße, alle Kinder waren da. Da war, keine Ahnung, von Wasserschlacht bis Go-Kart, also Ketka fahren, alles dabei, ja. Eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also ich war jetzt kein Einzelkandidat, hatte aber jetzt auch nie Probleme mit versetzt zu werden. Bin da mit meiner schulischen Leistung relativ zufrieden, das passt einigermaßen. Hatte natürlich schon ein paar Fächern eher meine Stärken, gerade zum Beispiel Sport. Aber bin da ganz gut durchgekommen, ja. Ja, eigentlich auch ähnlich. Also erstmal, meine Mutter war Lehrerin auf gleiche Schule wie ich. Mein Vater auch. Und ich glaube, besonders meine größte Schwester war ganz gut. So, da war ganz viel Druck. Aber hat geklappt. Ja, bei mir war es eher neutral, weil das war noch eine Grundschule, wo mein Vater da war. Und er hat, glaube ich, sogar ein Jahr mich im Sport unterrichtet. Und dann, ja gut, da war ich eh immer gut. Von daher, aber sonst, ja, natürlich war man da der Lehrersohn. Aber hat man auch überlebt. Also Streber auf keinen Fall, Klassenclown auch nicht. Ja, ich habe schon gute Noten geschrieben, aber war niemals jetzt der Streber. Bin da, glaube ich, so ein bisschen mitgeschwommen in dem ganzen Ding. Und ja, alles andere müssen andere beurteilen. Eine gute Mischung, glaube ich. Ja, Schule war wichtig, die Mädchen war auch wichtig. aber nicht so 100% eine Sache. Das war eine gute Mischung. Kleine Stadt, ja, mit Schule, mit Handball, Fußball, zwei Schwestern, ja, Eltern, ganz gemütlich, ruhig, ohne was Großartiges. Ja, auch ein kleines Dorf, kleines Städtchen, zwei kleinere Brüder, wie vorher schon erwähnt, da in der Straße mit zwei Kumpels aufgewachsen sozusagen, die jetzt immer noch meine besten Freunde sind. Hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit. Ja, es war sehr, sehr toll. Ja. Nee, eigentlich nicht. Also ich versuche, wenn was gut ist, was zu, sag mal, kopieren oder davon was zu lernen. Aber ich glaube, so generell hat Menschen verschiedene Qualitäten und davon kann man von jeder was lernen. Ja, da ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich versuche mir da auch immer wieder was abzuschauen irgendwo, aber doch irgendwie mein eigenes Ding machen, wo ich da hinter allem dann auch wirklich zu 100% stehe und meinen eigenen Weg da zu gehen, mit ein, zwei Inspirationen und einfach das eigene Ding daraus zu machen. Ja, wenn irgendwie mal das der Terminplan erlaubt, verreise ich gerne mit meiner Frau. Schauen uns irgendwelche Städte an oder fliegen irgendwo hin. Oder auch im Sommerurlaub ein bisschen weiter weg. Da was Neues sehen, ein paar neue Länder erkunden so ein bisschen. Das macht mir sehr viel Spaß, ja. Lasse, wie sieht's mit Hobbys aus? Sieht ganz gut aus. Also momentan haben wir nicht so viel Zeit mit drei kleinen Kindern. Aber ja, wir reisen auch gerne zusammen, ich und meine Frau, und entdecken was. Und, früher hatte ich auch Zeit für Golf, aber nicht mehr. Aber ja, sonst leben, genießen und ja, Familie und Freunde ein bisschen mehr besuchen, das wäre gut. Okay, das beantwortet das? Nee, pass auf. Ich habe überlegt, was ich sage. Also ich engagiere mich jetzt nicht irgendwo,
keine Ahnung, irgendwo Spezielles, wenn mir irgendwas auffällt, das mir gefällt, dann versuche ich da schon zu unterstützen. Wir haben ein paar Sportler aus Gmünd, Schwäbisch Gmünd, wo ich herkomme, aus meiner Heimatstadt, hat einer so die Initiative so ein bisschen gemacht, alles so ein bisschen zusammengeholt, die es ein bisschen weiter geschafft haben im Sport oder das zu ihrem Beruf gemacht haben. Dann hat das so, dass wir da einmal im Jahr für einen anderen Verein oder einen anderen individuellen Sportler oder ein Projekt, die mit Sport von unserer Heimat was zu tun haben, dort eine finanzielle Unterstützung dazu beitragen und dazugeben. Da bin ich mit Teil davon und ja, wenn man das so nennen mag. Aber, ja. Also wo ich stark bin? Also, ja, also wofür setzt du dich ein? Bist du bei Greenpeace? Oder? Ich hatte auch so Rotes Kreuz für Jugend, das unterstütze ich. Ich würde sagen, da sind meine Schwestern ganz stark. Die Rose war ein halbes Jahr in Afrika und hat ganz viel dafür getan und auch freiwillige Arbeit. Ich habe leider nicht so viel Zeit, das kann man immer sagen, aber ich wollte eigentlich gern Zeit dafür haben, weil das finde ich extrem wichtig. Aber da muss meine Schwester beide eigentlich Kredit dafür bekommen. Ich höre eigentlich alles so ein bisschen, aber gerade finde ich den Künstler J Balvin ziemlich gut. Die Lieder gefallen mir und die höre ich gerade vermehrt, ja. Ja, auch ganz verschieden, aber ich habe so meine Hochzeit Brownout Girl gesungen für meine Frau, so das muss ich natürlich sagen. Unter der Dusche vielleicht, aber wenn Lasse hier das jetzt schon so angekündigt hat, will ich ihm den Space schon geben, ja. Geben mir 3-4 Bier und dann können wir singen. Gib mir einmal eine Kostprobe. Wie bitte? Eine Kostprobe. Nein, erstmal 3-4 Bier. Wir haben morgen Spieltag. Ich habe einen Lieblingsschauspieler, Leonardo DiCaprio. Da kann man eigentlich fast jeden Film nehmen, der wohl zu meinen Favoriten gehört. Ich will jetzt eigentlich keinen davon herausheben, der mir mehr gefällt. Ja. Auf Englisch Shawshank Redemption. Ich weiß nicht, was das heißt auf Deutsch. Alles wird ja synchronisiert, so ich habe wahrscheinlich einen anderen Titel dafür, aber ja, cool Film. Als Kind war ich nicht so Fan, glaube ich, von so Brokkoli, Spinat, so diese Geschichten. Mittlerweile esse ich das wirklich sehr, sehr gerne. Ich bin auch ein großer Fan der schwäbischen Küche, wenn es um Maultaschenspätzle, Linsen, solche Dinge geht, das mag ich. Schnitzel mit Pommes mag ich natürlich auch. Das gehört schon zu den Favoriten, ja. Am liebsten ein gutes Steak. Als Kind Fisch wahrscheinlich. Aber mittlerweile schmeckt Fisch auch gut. Früher Nintendo 64 haben wir da mal gespielt, aber ja klar, Mario Kart, Mario Party, James Bond, das waren so die drei Spiele, die wir glaube ich den ganzen Tag als Kids gespielt haben. Ja. Aber so PlayStation bin ich gar nicht reingekommen, habe ich glaube ich auch kein Talent. Da ist unser Zimmer glaube ich auch das Falsche, da gibt es andere, die beim Auswärtsspiel der Fernseher da heiß läuft. Nein, nicht mehr. Also ich habe früher Gitarre gelernt, das auch über eine gewisse Zeit, aber ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich könnte Gitarre spielen oder könnte hier irgendwas machen. Ich glaube, ich habe seit 10 Jahren da nichts mehr gemacht, von daher muss ich das leider verneinen. Ich würde sehr gerne ein Instrument können, ja. Ich habe in Grundschule und Gymnasium ein bisschen Trommel gespielt, aber das war auch vor 10 Jahren. Ja, da würde ich mich anschließen, was Lasse gesagt hat mit ein paar Bier da hinten. Kann ich, glaube ich, schon den einen oder anderen Dance-Move, aber jetzt aus der Kalten wird es, glaube ich, schwierig. Ja. Gerade Peaky Blinders gesehen, Blinders, ja, richtig stimmt, gut. Ja. Aber sonst kommt immer etwas auf Netflix oder Sky oder sowas. Wäre das ja eine Zukunft. Natürlich hat man noch Ziele. Ich würde gerne hier mit meinem neuen Verein einen Titel gewinnen. Welcher es dann wird oder wann es soweit ist, wird man sehen. Mit der Nationalmannschaft stehen auch noch ein paar große Turniere an. Da möchte ich auch erfolgreich sein, wenn man sowas schon mal erlebt hat. Dann ja, ist die Gier danach geweckt und man möchte das nochmal erleben. Von daher hat man noch einiges vor sich und ich freue mich darauf. Ja, ähnlich. Also ich habe
zweimal Pokal in Dänemark gewonnen, aber ich hoffe, dass wir was größer in Deutschland, besonders bei Melsung, gewinnen können. Und ja, daran arbeiten wir. Ah, ich glaube, das kann man nicht so ganz sagen. Ich glaube, da gibt es je nach Sportart schon so ein paar, die rausstechen. Ich finde Michael Jordan, Dirk Nowitzki, Muhammad Ali, Roger Federer. Ich glaube, das sind schon Usain Bolt. Schon so Leute, die da dieses Prädikat verdienen. Je nachdem, glaube ich, welche Sportart man präferiert, entscheidet man sich für den einen oder für den anderen. Schlecht. Also das macht meine Frau gerne und wahrscheinlich auch wegen meiner Qualitäten. Kai, kannst du kochen? Ja, ich glaube, ich kann schon kochen, aber das ist bei uns daheim auch eher, macht das meine Frau, die kann es schon noch mal besser. Aber ich würde schon von mir behaupten, dass ich kochen könnte und ich würde jetzt nicht verhungern, wenn ich alleine wäre. Aber wir kochen auch gerne zusammen und probieren da ein paar Sachen aus, von daher bejahe ich das mal. Couch. Oder Barbecue. Ja, genau. Ja, besser. Genau. Was ist Knutschen? Küssen. Küssen. Oder erst das eine, dann das andere. Ja, beide. Beides. Okay. Ich habe immer Skier. Ich habe immer eine kalte Cola im Kühlschrank. Ja, Ticks habe ich, glaube ich, schon ein paar so vor dem Spiel. Das nervt mich auch ein bisschen, dass viele geworden sind. Ja, bevor ich Harz nehme oder so Sachen, da habe ich schon ein paar Ticks, ja. Welche noch? Ja, also eigentlich hauptsächlich so Ticks, wenn es um Sportsachen geht oder im Spiel oder im Training. Ja. Da, wenn ich da jetzt alle aufzähle, dann reicht dein Akku hier nicht. Du kannst meines einnehmen, ich habe keine. Ja, das. Okay, dieses scheiß Linienspiel, was ihr da macht. Naja, ich mache immer was Blödsinn mit Tobi und sowas im Training, aber das ist nur Spaß. Als Kind, die Kickers oder wie das hieß, das fand ich immer ziemlich geil. Ich glaube, Captain Baloo war so Baloo und Flieger irgendwie, das fand ich ganz cool. Das fällt mir spontan ein, das fand ich immer ganz gut. Okay, Lasse, du? Ja, das kenne ich gar nicht. Also wir, was haben wir geguckt? Wir haben Ninja Turtles und Power Rangers, würde ich sagen. Ja. Also welche? So? Reicht schon. Einfach mal die Grimasse machen. Super. Ist das gut oder schlecht? Yes. Oh. Ja. Wir haben ganz viel Feuerwehrautos und Paw Patrol zu Hause, also das spielen wir oft und gerne. Als Affe. So ein Affen, du machst einen Affen? Ja, also ich mag schon. Normalerweise keinen Affe, ich spiele immer so Gorilla oder sowas Größeres. Aber das lassen wir zu Hause.